Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Rangierdienstag. Heute wieder auf der Strecke Rosig Nord. Ich weiß, langsam geht es mir Ohrensenkel. Aber es ist ja nicht mehr viel. So, wir haben jetzt noch offen. Boah, wie viele Rangierfahrten haben wir denn noch offen? 363, Cap Train war das, ne? Mit der wir hier unterwegs sind. Cap Train. Dann haben wir heute mal schlechtes Wetter. Habe ich überlegt. Schön. War ja schon beim letzten Mal sehr regnerisch zum Schluss. Heute haben wir ein Gewitter am Start. Ja, wir haben noch den SA10. Zweiten Eintreffen in den Stall zu holen. Wird wahrscheinlich auch wieder eine Stunde dauern. Ja, und dann kommen noch drei Folgen hiervon. Wenn es hochkommt, vielleicht wird das auch eine oder zwei. Müssen wir mal gucken, wie lange wir hier brauchen werden. Das sehen wir aber dann nächste Woche. Und diese Woche geht's halt mit dem SA10, zweiten Eintreffen in Stahl zu Kohlen, weiter. Offiziell angeplant für eine halbe Stunde. Ich denke, wir brauchen mal wieder eine Stunde, vielleicht sogar noch länger. Ja. So ist das halt, ne? Nun ja. Gut, SH10, zweiten Eintreffen Stahl zu Kohlen. Ich fürchte, wir müssen mal wieder komplett aufrüsten, na genau. Also das heißt, den lassen wir an. Mann, hier ist SIFA, Führerstandsschalter, ne. SIFA, hier ist SIFA. Ja, ich sag, wir gehen rüber. Das ist insgesamt jetzt vorteilhafter. Aber wenn ich eigentlich nicht der Typ bin, ja, wobei jetzt stehen, das brauchen wir auch nicht, ne? So, PZB an, Luke zu. Dann brauchen wir noch Instrumentenbeleuchtung. Licht. So. Ja, komm, den Rest machen wir von Hand. Motorraumbeleuchtung an. Vorbeleuchten ein. Ziehen wir den Kollegen rüber. Vorwärtsgang. Dann brauchen wir natürlich noch Scheibenwischer. Zack. Ah, komm, sei artig. Den Konsorten. Ja, den finden wir nicht mehr. Wir rollen sogar schon los. Aha. In unserer schönen Captrain-Lackierung. Was wollen wir mehr, ne? Also. Gut. Wir haben natürlich wieder bestes Wetter hier am Start. Aber gut. Bitte daran denken, die Gewitterblitze hier im Spiel können natürlich zu Epilepsie verleiten oder verführen. Oder diesen entsprechenden Anfällen, so meine ich das. Nur dass ihr schon mal Bescheid wisst, also es könnte flackern. Könnte halt zu solchen Anfälligkeiten führen in diesem Spiel. Deswegen. Ja, so, aber ich glaube, die größeren Anfälligkeiten kriegt man hierbei, dass man einfach nicht so bremsen kann, wie man will. So. Ah, war mal ein bisschen flott. Gut, ist ja auch am Regnen, ne?
gleich mal die Innenraumbeleuchtung aus. Das blendet mich schon wieder zu sehr. So, was war das hier für ein Hebelsignal? Führerstandsbeleuchtung aus. So, schon besser. Bremse anziehen. So. Na ja, gut. Jetzt muss ich auch noch in den Regen gehen. Eieiei. So. Kupplung runter. Interessant ist doch, dass man hier nicht hochklettern kann. Schade. Naja, dann gehen wir halt so rum hier hoch. Ich muss ja eh hinten. Ich muss eh nach hinten. War jetzt also ein bisschen dämlich. Schnell wieder rein, bevor wir zu nass werden. Eieiei. So. Zack, zack, zack. Ist aber auch echt ein Sauwetter hier, ne? Also. Ja. Kurze Info. Ich bin übrigens im Zeitraum von bis, also Ende August bis Mitte September wahrscheinlich nicht da. Kann also auch durchaus sein, dass dann quasi ab nächste oder übernächste Woche kaum noch Videos kommen. Aber ich glaube, das sollte geregelt sein. Wieso fährst du in die falsche Richtung, Kollege? Da ist doch vorne. Wenn ich den Rückwärtsgang auf hinten habe. Frustet einfach nicht und gut ist. Okay. Ist halt so, wie es ist. Schön ist auch, man sieht so gut wie gar nichts. Haben wir denn hier überhaupt an Aufgaben? 14 Wagen ankuppeln, abkuppeln. Dann müssen wir den ganzen Teil auch wieder, den ganzen Bunde wieder teilen. Da habe ich ja wieder Lust drauf. Naja, gut. Ist halt so, wie es ist. Wir haben jetzt so verkackt, weil ich das Signal übersehen habe. Naja, gut. Da habe ich gerade echt voll geschlafen. Zugdienst erneut spielen, letzten Checkpoint laden. Das war jetzt meine eigene Schuld. Boah, irgendwie habe ich das Signal nicht realisiert. Ja. Schön geschlafen. Weiß nicht, kennt ihr sowas? Habt ihr das auch schon mal? Ein Signal oder vielleicht sogar im echten Leben eine Ampel verschlafen. Falls ja, schreibt es mal in die Kommentare. Ja. Umstellen. Nee, ne? Nö. Aber das Signal ist so falsch. Müssen wir gleich mal drauf achten.
Ah ja, gut. Ah ja, gut, dann machen wir mal die Kiste mal langsam ab. So. Man sieht hier auch einfach nichts. So, wir dürfen durchfahren. Das ist ja schon mal viel wert. Man erkennt einfach nichts. Wo müsste ich jetzt stehen? Das wäre ideal. So ist die Ansicht einfach bescheiden. Ich müsste also wirklich jetzt einen halben Meter nach links stehen. Dann wäre das gut. Haben wir da eigentlich Signale hinter? Nö. Ah gut, also wir haben zumindest Luft ohne Ende. Ah, fahren wir noch ein bisschen wieder rein. So. Wollen wir jetzt da hinten am Popo der Welt halten sollen, weiß ich natürlich auch nicht. Aber gut, wenn das Spiel dazu wünscht. Dann wünscht das Spiel dazu. Verweigert keine Strecke verfügbar. Hm? Alles klar. Wenn man in die falsche Richtung fahren will, ist das auch kein Wunder. Die hat auch schon die besten Zeiten hinter sich, die Lok. Ja. Haben wir das? Rollen wir jetzt einfach mal vor. Ach, wir haben die Ankupplung nicht mehr unten. Wir haben die Anhängerkupplung ja nicht mehr runtergeklappt. Eieieiei. Das ist natürlich dann ein bisschen blöd. Ja gut. Also. Versuchen wir jetzt nochmal. So. Oh.
Er weigert sich, er weigert sich. Er will sich nicht ankuppeln. Haben wir aber schon mal gehabt. So. Ja. Zack. Fertig. Okay. Wie geht's? Ab geht's. 3 Tage wach. Ab in den Güterbahnhof mit dem Ding. Ja gut, dann halten wir da vorne. Soll ja auch nicht das Problem sein, ne? Ah ja. Flackert denn da? Ah, was ist das? Ich glaube ja. Ja, sieht gut aus. Ein Signal. Oh, oh, oh. So. Oh, 20 Jahre später. Ah, da kommt wieder eine Regionalbahn. Gut. Und fliegen wir da mal eben rein. Und gut ist. Die Instrumente mit der schon wieder ausgemacht. Eieieiei.
Wieso bremsen die Wagen nicht? Bremsen sie echt den ganzen Zug nur mit der Lok ab? Das kann doch nicht. So. Hat er aber gefuttert. Und wenn wir uns verbremst haben, hat er gefuttert. So. Gut. Naja, wie auch immer. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall rein. Also das heißt, die ganzen Rampen müssen wir lösen. Kann sich jetzt natürlich nur ein Jahr handeln. Aber gelöst sind sie. Ah, jetzt wird's leer. Naja, gut. Rückwärtsgang können wir schon mal reinhauen. Naja, gut. Triebdruck ist fast wieder da. In Bezug auf fast. Auf wie geht's? Auf wie geht's? Lalalala. Wo müssen wir denn hin? Schalalalala. Noch bis hinten an den Prellbock. Das kriegen wir auch hin. Lalalalala. Ist ja kein Problem. Harry hier vorne sagt. Aber Harry muss mal eben ans andere Ende vom Zug fliegen. Kommt der Harry hier vorne hin. Hier sitzt der Harry gut. Na? Das war wohl die Sifa. Thank you.
Aber immerhin, Schrank ist unten. Also. Das ist schon mal ein Vorteil, aber gut. Ach, es gibt zwei Ansichten, okay. Vielleicht kriegen wir das ja hin. Wenn wir jetzt wirklich beide haben, also einmal hier. Einmal den, einmal den. Ja, jetzt. Muss da jetzt irgendwie hier das ganze System irgendwie entlüften können. Ah, geht doch. Oh. So. Mach doch einfach los. Ja gut, was will man machen, ne? Wenn er sich weigert. So, jetzt aber. Na, immerhin. Wurde ja auch mal Zeit, ne? Aber jetzt muss man ja auch sagen, ne? Ey, starke Rampe hier drin. Also das sind ja wirklich Sprungchancen hier beim Auto. Eieieiei. Das ist schon richtig heftig, ey. Gut, dann fahren wir mal eben in diesen Bahnhof. Also auf dieses Abstellgleis. Was haben wir denn so überhaupt an Aufgaben heute? Also wir sollen da hin, vier Wagen da stehen lassen. Ach, ich habe die Siefer wieder vergessen. Oh, leck mich doch. Ah, ist das doof. Mach's jetzt aus, das ist mit blöd.
Spaziergang, so. Eieieiei. Gibt es hier nicht eine Möglichkeit, um die einfach drücken zu können? PCP brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Ja. Keine Ahnung. Aber tut sich einfach nichts. Muss er irgendwie die dämliche Bremse hier gelöst kriegen? Kann doch nicht. Also ein Bodenschalter. Sieferpedal. Heizung, ja. Ah! Okay! Das ist ja cool. Ja, das ist ja echt cool. Gut zu wissen. Das ist ja wirklich cool. Also... Hier hat der einen Schalter zum Bremse lösen. Ja, kann ich da noch lange suchen, wa? Jetzt fahr doch endlich da rein. Mann, du dummes Ding. Du musst doch mal arbeiten hier. Dafür bist du da. Mann, wir drehen einfach durch. Ach ja. Na ja, gut. So.
Jetzt hab ich schon wieder die Fall. Mann, du. Also, Motorstart. Ja. Aber man wissen wir jetzt ja, wenn man den Motor anschaltet. Jetzt habe ich den schon wieder. Wer legt eigentlich die Taste auch direkt auf die neben der Sandtaste, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Aha. Ja, müssen wir eigentlich noch sanden, bis wir den Berg hoch sind, ich fürchte. Ich fürchte. Das müssen wir wirklich machen. Bis dahin. Aber ist okay, jetzt läuft er ja. Vergessen wir auch nicht. Haben wir keinen aktiviert. Ja. So. Grad Windstärke volle Kanne. Unsichtbarer Schnee. Sichtbarer Schnee. Sicht. Interessant. Interessant. Was ist Guidance zählt? Also. Helligkeit. Mhm. Okay. Das ist ja cool. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken zu bremsen, aber nö, noch nicht. Wir rollen einfach mal. Einfach mal ausrollen lassen, das wird schon passen. Ach ja, ist es nicht schön.
fast. Fast perfekt. Ah ja, gut. Jetzt aber. Gleich 20. Okay, 20 Meter lang. So. Kopfen wir mal die Fummel ab. Ja, eigentlich müssen wir aussteigen, aber heute machen wir die fliegende Variante. So. Ach, jetzt habe ich die Bremse nicht gelöst gehabt. Jetzt muss ich wieder warten, bis der Druck runter ist. Nehme ich auch. Endlich. Auf geht's. Na, mal schauen. Was wir gleich noch machen werden. Auf jeden Fall erstmal den Zuchter parken. Dann sind wir hier auch durch. Ich bin auch mal gespannt, was danach für Rangierfahrten kommen werden, wenn wir jetzt hier Rosig Nord durch sind, aber gut. Ich glaube, England haben wir auch noch welche im Notfall, aber wir werden es sehen. England findet sich immer. Fahr nur nochmal die 20 Meter vor. Ach, da ist ein Signal, da will er vorbei sein. Aha. Alles klar. Wieder Schnelllüftung.
Naja. Dauert noch, aber ist okay. Ah, wir bewegen uns wieder. Ach, und bei Harry die Ansicht so zeigt. Heute wird aber echt duster, wa? Es ist wirklich dunkel. Oh, zu schnell. Aber ah, ich bin noch müde. Uns entgegen, als einer von ihnen. Aber ist okay, noch sehe ich keinen, weder von hier. Oh, doch, von hinten, der kommt jetzt. So. Falsch ab, nö. Eigentlich müsste ich in jeden Augenblick sehen. Eigentlich. Ziemlich genau. Jetzt kommt dann unser Lok vorbei. Ah, war auch wieder eine 143. Ja, so ist das. Schauen. Haben wir uns verschätzt oder kommen wir genau hin? Ne, wir haben uns verschätzt, wa? Originalzug.
Komm. Fahr die 5 Meter noch rein. So. Wunderbar, endlich. So. Hinten abkoppeln. So. Bremse lösen. Sind wir durch mit allen? Ah ne, da kommt noch ein bisschen was. Na gut. Dann haben wir noch ein paar Wagen. Also, wir müssen noch mal 4 Wagen umsetzen. Und dann sind wir durch. Ganz so schlimm. Ach, wir waren ja im Rangiergang. Stimmt. Mein Fehler. War schon cool. Nur 10 Meterchen nach vorne, genau. So. Ah, vielleicht sollte man... Warte, ich will überlegen, da sollte man vielleicht doch besser Leuchtstiefel anlassen. Da sieht man halt gar nichts, ne? Dann sieht man halt gar nichts. Und frage mich jetzt gerade auch, warum ich den da rausziehen soll. So, Handweichen haben wir hier keine auf dem Stück, meine ich. Alles okay. So. Ach, habe ich die Bremse angezogen? Oh. Ja, wo war sie denn nochmal? War sie denn nochmal? Wo ist sie denn nochmal? Ja, vielleicht sollte ich doch einen Lichtschalter einschalten. Ah. Ah, die ist sogar geöffnet. Dann heißt die hier noch. Flößen setzen. Das war der Fehler.
wir die noch. Aber jetzt nicht entgleisen, nicht entgleisen, nicht entgleisen. Entgleisen wir schon mal nicht. Aber angekuppelt haben wir auch nicht. Aber hier ist sogar eine Laterne. Oh, sehr schön. Ey, sie hat funktioniert. Boah, es hat schön. Gut. Sachen gibt's, die gibt's nicht, ne? Ah ja, gut. So. Und auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Aber ist doch schon mal nicht verkehrt hier, ey. Boah, ist das nicht schön. Wir machen doch hier die Gusche. Triebwerk, Vorbau, Instrumenten. Motorstop, Motorstop. Die funktioniert, die kann man, kann sie auch anlassen, ne? Aber geht. Kann sie auch anlassen. Ja gut, lass mal an. Sehe nur 500 Meter. Aber ohne ist angenehmer. Ich glaube, wir lassen aus. Wir lassen aus. Ja, egal. Haben wir jetzt gleich eh Feierabend. Von daher. Da haben wir jetzt gar nicht drauf geachtet. Haben wir weich verkehrt stehen? Nee, Glück gehabt. Gut. So. Ich weiß, die Lok rutscht durch. Aber die Güterwagen regeln das schon. Oh, ich muss fast. Gut, haben sie es ja gelöst. Also 10 Meter eben vorsetzen. Warum sei artig?
Achso, ich sollte da drüber fahren. Oh. Ich müsste hier halten. Oh, müssen wir mal eben gucken, ob die Weichen alle so richtig liegen hier. Bis jetzt ja. Werden aber eh hier aber wahrscheinlich auf diesen Hof wieder fahren müssen. Also von daher alles halb so wild. Oder Kopf machen und den da irgendwo da hinten reinschieben. Eins von beiden. Dann sind unsere Tage bei Captrain auch schon wieder gezählt. Also vorerst zumindest. Bin mal gespannt, wo es dann in 3-4 Wochen hingehen wird, aber okay. Erstmal geht es jetzt in den Hauptbahnhof von Hagen. Warte mal, da habe ich die direkte Bremse. Ah! Okay, wieder ein paar Tasten gefunden, die ich nutzen kann. Cool! Sehr schön. Ah, da war die falsche. Das ist ja mal echt cool, dass ich die hier aber auch noch steuern kann. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir. Kann ich noch irgendwas hier machen? Oder? Aber ich kann die anziehen, das ist schön. Ich soll die hier abkoppeln? Hier? Ja, okay, koppeln wir sie hier ab. So. Wir gucken, stehen die Weichen richtig? Ne, tun sie nicht. Jetzt ja. Ah, einmal Kopf machen und dann müsst ihr die irgendwo absetzen. Okay. Richtig cool ist das natürlich mit der einstellbaren Dunkelheit. Macht natürlich das ganze Spiel noch viel, viel interessanter. So. Ja, okay, ich kann auch so rum hin, ne? Ja, stellen wir die mal gerade. Das geht auch. Kann ich so und dann da rein, das geht auch. Ach ja. Ich fände es cool, wenn es noch Modi geben würde, in dem eigentlich nur steht, bringen die Wagen dahin. Wie sie dahin kommen, ist egal. Das wäre echt noch, wäre noch, noch mal ein Level up. So, jetzt kann ich ja hier auch drüber die direkte Bremse nehmen. Damit kann man viel besser arbeiten. Das wusste ich aber auch nicht, dass das geht. Also auf Ü und Plus. Neben der Enter-Taste.
noch die direkte Bremse. Das ist sehr schön. So. Nein, die Weichen stelle ich jetzt wieder aus der Kartenansicht um. Es regnet. Ich gehe nicht in den Regen. Das ist nicht meine Aufgabe. So. Wunderbar. Vorwärtsgang rein. Bremse lösen. Okay, Holz hat eigentlich viel. Soll mal ein bisschen lockerer werden. So. Das ist schon besser. Können wir auch. Oh, was haben wir noch? Machen wir nochmal hier wieder den Wert auf. Ja. 0,75. Können wir auf 1 setzen. So. Wird langsam wieder heller. Man wird sowieso Nacht, na, aber. Gewitter hört ja auch irgendwann mal auf. Erfahrungsgemäß. Jetzt sind wir doch noch da. Okay. Dann schieben wir den Kollegen dahin. Brauchen wir auch keine Weiche stellen, gar nichts. Das ist sehr gut. Also wir probieren halt einfach mal so rum. Mal schauen. So, 160 Meter. Wie lang sind wir überhaupt? Ah, okay. Also müssen wir bei 60 Meter anhalten. Ich müsste so lange schon halten. So. Oh, da war die Weiche vorne frei haben. So. Jetzt kann man stehen bleiben. So. Haben wir das auch? So, Bremse lösen. Was haben wir noch jetzt hier? Weiche. Ja, passt. Hier Umgebungsvarianten mal den Regen komplett wegnehmen. Nach dem Motto, hört jetzt langsamer sicher auf.
Okay, wir brauchen natürlich immer noch ein bisschen Nebel. Das war wieder auf 1. Okay, vielleicht auf 0.1. Ah, 0.01. Ja, 0.0. Haben wir 5. So. Das sieht ja schon besser aus. Jetzt habe ich natürlich vergessen, die Weiche zu stellen. Hat aber geklappt. Das haben sie schlecht gelöst mit dem über einen Ort fahren, dann ist man direkt schon an der, direkt vor der Weiche. Also die Punkte sind bescheiden gelöst. Das sollte man dann andersweitig lösen. Also die Punkte entweder weiter vor die Weiche setzen oder alternativ sagen, halten, wenn die wahrscheinlich falsch stehen wird. Wovon man jetzt ja ausgehen konnte eigentlich, ne? Wobei es hier jetzt auch egal gewesen wäre, sonst hätte man auch über die genauso gut hier reinfahren können. Ja. Der Regen hat aufgehört. Da ist eine Lampe kaputt. Vielleicht kann man die reparieren. Ich meine, gab es irgendwie sowas hier als Zusatzmission. Das, Moment, wo war das jetzt mit der Lampe? Das probieren wir noch eben aus. So, mal eben Außenansicht. 8. Die, ne? Wir gehen da jetzt mal eben hin. Danach fahren wir das Fahrzeug da rein. So. Vielleicht kann ich die reparieren. Komme ich hier jetzt durch? Nö, natürlich nicht. Weil ich weiß, dass es auch solche Aufgaben gibt, wo man Lampen reparieren muss. Man hat ja zum Glück aufgehört zu regnen. Kann man auch mal rausgehen. Aber ne, die kann man nicht reparieren. Die ist zwar Schrott, aber die kann man nicht. Krieg ich mal nichts für. Mano. Schade. Schade, schade. Wir müssen jetzt auch noch hier auf dieses wunderschöne Nebengleis. Das kann jetzt auch noch was geben. Dreierweichen sind immer so eine Sache für sich, ne? Ah, jetzt hat er das gemacht. Okay. Jetzt hat er das gemacht. Das erste Mal, dass ich eine Weiche, eine Dreierweiche voranstellen konnte. So wie ich das haben wollte. Ja. Zu Ende, rüsten noch eben ab, machen die Kiste aus, gehen dann in den wohlverdienten Feierabend. Würde ich mal behaupten, ne? Genau, also einmal hier halten. Mission müsste jetzt durch sein. Genau. Stunde 6 haben wir gebraucht. Ja, wir machen mal eben zum freien Spiel zurückkehren. So, also Scheibenwischer aus. Scheibenwischer aus. Den aus. So. Dann machen wir mal aus. Vorbau. Aus, aus, aus. Aus. Ah, okay, dann halt nicht aus. So. Mal gucken. Wie haben wir jetzt hier aus? Eigentlich müsste der Motor uns eigentlich von alleine ausgehen. Wenn die Treibstoffpumpe aus ist, muss der Motor ausgehen. Kann ja nicht anders. Wenn wir jetzt noch weiterläuft, weiß ich nicht. Er geht nicht aus. So, dann müssen wir hier noch das...
Eigentlich müsste sie von alleine ausgehen. Egal. Mal Karre aus. Instrumentenbeleuchtung aus. Den aus. Dann haben wir das eigentlich schon, ne? Dann steigen wir mal hier aus. Zack. Dann klappen wir noch eben ein. Gut. Haben wir das auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Wenn nein, tut es trotzdem, denn die Lampe bleibt an und der Kollege hat morgen vielleicht eine leere Batterie. Wir werden es sehen. Ich glaube auch nicht. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach nächste Woche im Bahnhof in Hagen wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bauersein. Tschüss.